Zombie Apocalypse. Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum zweiten Teil von Basti testet eine koreanische Süßigkeitenbox, die ich mir bestellt habe. Ich habe einiges noch hier drin. Als nächstes, wir hatten ja im letzten Part immer, glaube ich, bei diesen Bonbons hier hängen geblieben, bei den Pflaumenbonbons. Die werde ich auf jeden Fall zum Schluss probieren für euch. Als nächstes testen wir die Honey Twist. Das sind Snacks mit Honig. Die Packung sieht so aus. Und ich habe davon zwei Packungen hier drinne gehabt. Und okay, wir haben sie mal auf. Ich lasse euch mal reingucken. Sieht aus wie kleine Pommes-Sticks, was hier drin ist. Guckt euch das mal an, das sieht so aus. Das schmeckt aber richtig lecker. Das geht so in Richtung Blätterteig. Blätterteig ist ja meistens auch mit Honig bestrichen, wenn man es richtig kauft. Und das könnte man glatt zum Kaffee essen. Also die Honigsticks, richtig geil. Finde ich super. Das Milchgetränk habe ich immer noch hier. Am schlimmsten fand ich bis jetzt die Algen. Und als nächstes haben wir einen Reissnack. Das ist der hier. Das ist ein Reissnack. Okay, den werden wir mal probieren. Ich denke mal, der wird ziemlich krümelig sein. Ja, er fällt schon auseinander. Im Prinzip Reis. Ich hoffe doch süß. Süß und klebrig. Oh Mann. Ich glaube, bei uns gibt es auch so der Reissnacks. Meistens sind sie noch mit Schokolade überzogen, aber. Okay. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Also am besten fand ich bis jetzt diese Honigsticks. Und dann machen wir mal weiter. Okay, wir haben hier Sangwa-Tee drin. Das müsste der hier sein. Es wird als koreanisches Medizingetränk ausgegeben. Schmeckt gleich süßlich nach Lakritze. Den Tee werde ich jetzt nicht probieren. Der ist halt im Prinzip hier drin. Und dann ist gut. Und wir haben noch einen Bärentee hier drin. Das ist der gleiche, nur in Rot. Den werde ich jetzt auch nicht probieren. Bei Tee mache ich mir jetzt nicht. Werde ich irgendwann mal testen, mal gucken, wie er ist. So, die Milchbonbons haben wir ja schon probiert. Dann kommt als nächstes White Cookies Pepero. Diese stangenförmigen Süßigkeiten gibt es in Korea schon seit 1983, mein Geburtsjahr. Und ja, das sind Schokoladensticks. Die gibt es auch in Erdbeer. Wir haben die weißen davon drin. Koreas Nummer 1. Die sehen so aus. Und ich denke mal, das ist wahrscheinlich wie Mikado-Stäbchen. Heißt das Mikado? Ich glaube, Mikado heißt das bei uns. Da sind auch diese Stangen mit Schokolade rumdrum. Ich denke mal, die schmecken ganz genauso. Und schauen wir mal. Okay, weiter geht's. Dann hätten wir hier drin einmal. Achso, das sind verschiedene Sorten. Wir hätten noch Mandel kriegen können, wir hätten noch Crunchy kriegen können oder Erdbeer. Das sind die vier Sorten, die hier hätten drin sein können. So. Okay, Traubenbonbons haben wir hier. Da haben wir auch zwei Stück drin. Das sind diese hier. Das werde ich natürlich probieren. Bonbon wollte ich zwar eigentlich zum Schluss probieren. Aber das sieht so cool aus hier, die Traube.
Dieses Grün. Okay. Hat aber so einen leichten... künstlichen Geschmack. Schmeckt nicht wirklich nach Traube. Also vom Geschmack her ist es so wie die Traubenbonbons riechen. Ja, genau das gleiche. Okay, ihr Lieben. Das Bonbon werde ich später weiter essen. Boah. Also der Geschmack ist wirklich gewöhnungsbedürftig, muss ich echt sagen. So, dann haben wir einen Lotte Makrokuchen. Jetzt muss ich mal gucken, welcher das ist. Das könnte der hier sein. Ist ein Kuchen Butterkeks. Okay, der sich gut zum Nachmittagskaffee eignet. Alles klar. Ich habe zwar noch nicht Nachmittag, aber ich werde schauen. Also sind zwei Kekse drin, alles klar. Dann kann man ja einen probieren. Sieht aus wie ein Brot. Eine ziemlich weiche Konsistenz. Und irgendwas ist da noch drin. Okay, wenn man den in der Mikrowelle erwärmt, schmeckt, soll er noch besser schmecken. Das werde ich persönlich privat mal ausprobieren. Ob das stimmt. Okay. Kann man aber essen. Ist lecker. Jetzt haben wir noch Erdbeerkeks hier drin. Der sieht so aus. Ist ein länglicher Keks, sieht aus wie eine Eiswaffel. Und das ist ein kleiner Pinguin, laut Beschreibung. Okay. Ja. Das ist das, was ich hier habe. Dazu passend kannst du diesen Keks auch im Gefrierschrank einfrieren und dann eiskalt genießen. Dazu haben wir natürlich jetzt die Zeit nicht. Ich werde diesen Keks so genießen. Uah, bleib stehen. Nicht weg. So sieht's aus. Oben ist Erdbeer. Sieht aus wie eine Eiswaffel. Also die Waffel schmeckt, der Inhalt nach Erdbeer schmeckt auch. Ist für Kinder, denke ich mal, ganz interessant. Und sogar bis unten hin gefüllt. Das hat man ja bei manchen Süßigkeiten nicht wirklich so. Also der war lecker, da war auch nur eins drin leider. Na gut, dann haben wir Kuchen mit Vanillepudding als nächstes. Das ist der hier, der grüne. Cremecake. Bin gespannt. Oh mein Gott, was ich alles hier esse an Süßigkeiten, das ist schon krass, ne? Kuchen mit Puddingteig. Oh mein Gott. Aber den ganzen Müll, den man hier hat. Ist eine gelbe Füllung drin. Ne? Schmeckt sehr künstlich, muss ich sagen. Biskuitkuchen gefüllt mit Vanillepuddingcreme. Okay. Gewöhnungsbedürftig, echt. Also ich habe jetzt hier auf jeden Fall noch die Milchbonbons drin. Die haben wir ja alle schon getestet. Und diese Weintraubenbonbons. Aber wir haben noch zwei Sachen. Das sind Oma San. Dieser Keks wird mit vielen
ebenen Keksen gebacken, was sie besonders knusprig macht. Die Butter sorgt dabei für den tollen Geschmack. Einer unserer Favoriten. Wir haben viele Favoriten irgendwie hier in der Box, oder? Okay, wir probieren es aus. Oh Gott, der zerfällt schon. Schmeckt wie ein Butterkeks, wie vom Balsen oder so. Man kann es essen. Ziemlich krümelig. Aber ist okay. Jetzt haben wir noch ein Getränk hier drin. Und zwar ein Uran-C-Ananas-Getränk. Ich hätte ja lieber den Zimtpunsch gehabt. Zur Auswahl, aber leider haben wir den Ananas-Trink. Der sieht so aus. Ist auch wieder eine Dose. Ich glaube, wir können den auch bei uns sogar wegschaffen. Ich weiß es nicht. Bin ja gespannt, ob der Ananas-Trink jetzt wieder mit Kohlensäure ist oder ohne. Ich sag mal Prost. Ihr kennt bestimmt die Ananasscheiben aus der Dose. Wenn man den Saft mit Kohlensäure mischt, hat man im Prinzip den Trink. Boah. Also der ist wirklich gewöhnungsbedürftig. Da ziehe ich hier den Milchtrink mit Kohlensäure irgendwie vor. Ah. Der schmeckt einfach besser. Und ja, wie gesagt, ich hätte gerne den Zimtpunsch probiert, aber leider hat man den nicht drin. Und als letztes haben wir einen Butter-Zitrone-Keks. Dieser Cracker besteht aus drei Lagen und hat dazwischen eine Lage Zitrone. Der sieht so aus. Und den werden wir jetzt auch noch probieren. Den Cracker. Ich hoffe doch mal, dass er nicht zerfällt. Oh Gott, ich muss dann erstmal Ordnung machen hier. Drei Lagen mit Zitronencreme dazwischen. Der Zitronengeschmack kommt ja sehr gut raus. Der Cracker an sich selber schmeckt auch. Dreilagig, also drei Cracker und zwei Schichten Zitronencreme dazwischen. Man kann es essen, ist aber jetzt nicht, was ich mir kaufen würde. Und damit sind wir durch mit der koreanischen Süßigkeitenbox. Ich habe jetzt hier noch die kompletten Bonbons drin. Da waren immer mehr dabei. Die werde ich auf jeden Fall probieren. Zum Abschluss kommt jetzt noch dieses Pflaumenbonbon, das wollten wir uns ja auf jeden Fall noch anschauen. Und das sieht so also von der Konsistenz her aus leicht hellrosa. Und damit ist meine Box leer. Noch ein bisschen Essensreste, weil es ja doch sehr krümelt. Aber im Großen und Ganzen war das die Dalgona koreanische Süßigkeitenbox mit 20 koreanischen Süßigkeiten. Also am schlimmsten in der Box fand ich die Seealgen. Also die waren ja furchtbar ohne Ende, die konnte man überhaupt nicht essen.
Nach den Seealgen kommen definitiv die Trauben. Die haben einen Geruch. Boah, schlimm. Die anderen kleinen Leckereien kann man essen. Die Bonbons kann man auch essen. Am besten fand ich natürlich die Honigsticks. Die sind wirklich richtig lecker gewesen. Und ja, wie gesagt, das war die Box. Hier steht noch was. Vielen lieben Dank, dass du unsere Box gekauft hast. Wir wünschen dir viel Spaß beim Naschen der besonderen Süßigkeiten aus Korea. Chehe und Philipp. Das war meine Box. Ich bin durch. Ich habe 2 Teile draus gemacht. War zum ersten Mal, dass ich so eine Box gekauft habe und probiert habe. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und dann probiere ich weitere kuriose Sachen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut, euer Basti. Tschüssi.